Hi, hier ist Elvis von Otaku TV. Heute stelle ich euch den Anime A Playthrough of a Certain Dude's VR MMO Life vor. Also fang an, auf deinem Stuhl zu schreien, während wir uns gemeinsam diesen Anime anschauen. Los geht's! Earth ist ein schmieriger 30-jähriger Noob, der sich die schlechtesten F-Rang-Skills ausgesucht hat und zum OP-Spieler im Spiel wurde. In seinem richtigen Leben hatte er einen Job und arbeitete hart, um Geld zu verdienen, aber anstatt zu versuchen, ein Mädchen zum Klatschen zu finden, setzte er sich an seinen Schreibtisch, um ein neues Virtual-Reality-Spiel zu spielen. Er hielt sich für einen alten Verlierer und nannte sich sogar einen alten Knacker, aber in dem Spiel fühlte er sich wieder jung. Er konnte alle möglichen erstaunlichen Dinge tun, die er im echten Leben nicht tun konnte. Er beschloss, seine Spielfigur Earth zu nennen und ließ Earth sehr gewöhnlich und langweilig aussehen. Er wollte nicht auffallen, weil er nicht der Typ war, der die Hauptfigur sein wollte. Er konnte nicht den ganzen Tag spielen, weil er arbeiten und Verantwortung übernehmen musste, also konnte er nur ein paar Stunden am Tag spielen. Er machte sich Sorgen, dass er andere Spieler stören könnte, wenn er versuchte, mit ihnen zu spielen, also spielte er meistens allein. Als es darum ging, besondere Fähigkeiten für Earth auszuwählen, entschied er sich für Fähigkeiten, die nicht sehr mächtig waren. Er wählte Dinge, die in der Testphase des Spiels nicht besonders gut waren. Er tat dies, damit die super ernsten Gamer ihm nicht viel Aufmerksamkeit schenken und er in seinem eigenen Tempo spielen konnte. Er wählte zum Beispiel eine Fertigkeit namens Medizin, die sich aber als ziemlich nutzlos herausstellte, weil er ganz einfach Heiltränke von den Nicht-Spieler-Charakteren NPCs kaufen konnte. Er wählte auch einen Skill namens Kick, aber der hatte keine ausgefallenen Moves oder Spezialangriffe, so dass er seine Gegner nicht mit einem einzigen Kick besiegen konnte. Er wählte auch die Fertigkeit Bogenschießen, aber sie hatte eine schreckliche Treffsicherheit. Er probierte die Fertigkeit Schleichen aus, aber sie verbrauchte viel von der magischen Kraft seines Charakters und wenn er sich bewegte, war es für die Feinde leicht, ihn zu entdecken. Also war sie nicht gut geeignet, um von Monstern wegzulaufen. Schließlich wählte er die Fähigkeit verbesserte körperliche Fähigkeiten, die ihm einen kleinen Bonus beim Laufen, Waffengebrauch oder Handwerk geben sollte. Aber der Bonus war wirklich gering. Wenn jemand stark sein will, sollte er mehr Spezialfähigkeiten wählen. Mit diesen nicht so tollen Fertigkeiten hatte Earth vielleicht den schlechtesten Charakter aller Zeiten in einem Spiel erschaffen, aber er mochte es so. Indem er unterdurchschnittliche Fähigkeiten wählte, mieden ihn die anderen Spieler so, dass er sich entspannen und so spielen konnte, wie er wollte. Schließlich nahm er an einem Spiel namens One More Free Life Online teil. Es hieß so, weil die Spieler ein weiteres Leben genießen konnten, ohne die finalen Bossaufgaben erfüllen zu müssen. Sie konnten ihre Zeit damit verbringen, Monster zu bekämpfen, coole Sachen herzustellen oder einfach nur mit anderen Spielern abzuhängen und zu chatten. Es war ein Spiel für Leute, die mit ihrem echten Leben nicht so zufrieden waren. Am ersten Tag, an dem das Spiel veröffentlicht wurde, war der Laden super voll. Ein zufälliges Mädchen rief Earth an, um ihm Ausrüstung zu verkaufen. Aber in diesem Moment kamen einige Helden zurück und Earth bemerkte, dass kein einziger Bogenschütze unter ihnen war. Plötzlich begann ein Typ, der wie ein Goldjunge gekleidet war, sich über Earth lustig zu machen. Earth fand, dass dies eine schreckliche Art war, seinen ersten Tag zu verbringen. Der Typ sagte, Bögen seien nutzlos und nannte Earth seltsam, einen Trottel und einen Verlierer. Er ließ Earth sogar den Boden lecken. Earth fühlte sich furchtbar und der Typ ging schließlich. Die Leute scheinen Bogenschützen nicht zu mögen, aber für Earth ist das völlig in Ordnung. In der Trainingshalle ist Earth ganz aufgeregt, als er den anderen beim Üben zusieht, also beschließt er, das auch mal zu versuchen, doch leider trifft er nur den Boden. Er merkt schnell, dass er nicht gut Pfeile schießen kann, aber er ist fest entschlossen, besser zu werden. Er versucht es immer wieder, aber es ist ein echter Kampf. Am Ende trifft er alles nur nicht das Ziel und merkt, dass es noch schlimmer ist, als er dachte. Nach 100 Schüssen feiert Earth, weil er Stufe 5 erreicht hat und probiert seine Kicking-Fähigkeiten aus, die nun noch stärker geworden sind. Er probiert auch seinen Windzauber aus und stellt fest, dass er damit besser trifft als mit seinen Pfeilen. Mit den grundlegenden Fähigkeiten, die er zum Überleben braucht, beschließt Earth, auf das Feld zu gehen, aber es ist ein totales Chaos mit all den neuen Spielern. Er will Kräuter sammeln, aber ihm fällt auf, dass die Spieler nicht erkennen können, was die Dinge sind, die sie sammeln, also versucht er sie zu schätzen, aber er scheitert mehrmals. Schließlich verbessert er aber seine medizinischen Fähigkeiten. Dann sieht er, dass eines der Kräuter, die er gesammelt hat, sehr gefährlich ist. Es kann die Atmung stoppen und den Menschen töten, wenn er es isst. Earth ist wirklich sauer, dass die Spieleentwickler dieses tödliche Kraut in das Startgebiet gelegt haben, aber er ist froh, dass er gelernt hat, Dinge einzuschätzen. Als nächstes kauft er sich ein Anfängerset für die Herstellung von Medizin und versucht, Heiltränke herzustellen. Irgendwie schafft er es, einen gewöhnlichen Heiltrank herzustellen und ein Gegengift zu brauen. Dann entdeckt er, dass das Spiel ihnen einen ganzen Haufen davon herstellen ließ. Earth erinnerte sich daran, dass man Tränke sehr billig bei den Nicht-Spieler-Charakteren des Spiels kaufen konnte, also dachte er, dass vielleicht niemand das, was er gemacht hatte, haben wollte. Aber seine Medizinfertigkeit erreichte Stufe 7, also beschloss Earth, auf die Jagd zu gehen.
Zum Glück waren nicht so viele Spieler da, sodass er die erste Chance auf ein Tier bekam. Er wusste, dass Bögen nicht schnell schießen, also war der erste Schuss sehr wichtig. Er verfehlte das Ziel und der Hase wurde wütend. Earth schaffte es, dem Hasen einen Pfeil durch die Pfote zu schießen und gab ihm einen Kniestoß in den Bauch, um ihn zu erledigen. Er trat das Häschen und es flog davon. Earth merkte, dass er eher ein Kicker als ein Bogenschütze war. In diesem Moment tauchten zwei Leute auf, um Hallo zu sagen. Der eine heißt Sway und konnte kaum aufhören zu lachen, weil der Hase ein komisches Geräusch gemacht hatte. Er sagte etwas über Humor als Gerechtigkeit, was Earth zu der Frage veranlasste, ob er eine Art Komiker war. Das Mädchen hieß Millie und sie fragten, ob sie der Earth Freundschaftsanfragen schicken könnten. Sway war ganz aufgeregt, als Earth ja sagte und sprachen davon, dass sie ein Top-Comedy-Duo werden könnten. Sie gingen und Earth machte sich wieder daran, mehr Erfahrungen zu sammeln, aber merkte bald, dass die Häschen ziemlich schlau waren. Selbst als er versuchte, sich an sie heranzuschleichen, bemerkten sie ihn. Mit seinem Windzauber konnte er einen der kleinen Hasen besiegen, aber er wollte seinen Schleichzauber ausprobieren, um sich an einen anderen anzuschleichen. Es funktionierte. Earth stellte fest, dass sein Bogen zwar nie das Ziel treffen schien, aber wenn er ihn mit seinem Schleichzauber kombinierte, wurde er richtig stark. Earth lockte sich aus, weil er wusste, dass die super ernsthaften Gamer die ganze Nacht aufbleiben würden, um zu spielen, aber er musste am Morgen arbeiten. Am nächsten Tag hatte Earth ein schrecklich schmeckendes Brot zum Frühstück und beschloss, sein eigenes Essen zu machen. Er würzte das Steak, damit es fantastisch schmeckte, aber er merkte, dass er nicht wirklich wusste, was er da tat. Der erste Versuch schmeckte furchtbar und er bekam nur 2 Punkte, also nahm er einige Änderungen vor und beim zweiten Mal schmeckte es fantastisch, aber er wollte es noch besser machen. Als er seinen inneren Koch kanalisierte, zog der köstliche Geruch alle in der Nähe an. Earth beendete sein Gericht und bekam 7 Punkte, aber alle Stadtbewohner kamen und wollten etwas davon. Earth wollte es nicht umsonst weggeben, also setzte er einen sehr hohen Preis fest und war überrascht, dass sie bereit waren zu zahlen. Er verbrachte den ganzen Abend mit dem Kochen, was seine Kochstufe auf 20 erhöhte und er lernte sogar eine Fähigkeit, mit der er viel schneller kochen konnte. Später beschloss Earth, einen Bogen zu machen. Es gab keine große Nachfrage nach Bögen, also mussten Bogenschützen ihre eigenen herstellen. Sein erster Bogen war sehr einfach und bekam nur eine Punktzahl von 3 und eine Angriffskraft von 4, aber sein nächster Bogen war viel besser. Er benutzte 3 Holzstücke und schleifte einige Teile ab, damit sie perfekt zusammenpassten. Er war eine große Verbesserung und hatte eine Angriffskraft von 12. Zum Schluss verpasste Earth seinem schlichten Aussehen noch eine coole Rüstung. Er überprüfte seine Werte und war freudig überrascht, wie sehr er sich verbessert hatte, aber oh nein, sein Geld war knapp geworden. Also steckte er etwas Essen in einen Heiltrank mit Traubengeschmack in einen Automaten, um zu sehen, ob jemand sie kaufen würde. Danach sahen wir, wie Earth große Fortschritte machte. Er besiegte ein paar richtig harte Biester und mit seinem selbstgebauten Bogen und seinen aufgestiegenen Fähigkeiten war es viel einfacher. Als er zum Verkaufsautomaten zurückkam, fand er einen Haufen netter Briefe von Leuten, die seine Sachen toll fanden. Alles lief besser, als er sich jemals vorgestellt hatte, aber oh nein, die Dinge nahmen eine schlechte Wendung. Ein neues System griff sie alle an und sie mussten zurück in die Stadt eilen. Alle waren in großer Panik, suchten nach jemandem mit der Fähigkeit Medizin und bettelten um Tränke. Earth war verwirrt, weil er dachte, sie könnten Tränke einfach von den NSCs im Spiel kaufen, aber Sway erklärte, dass die NSCs sagten, sie hätten keine. Das war ein Problem für Earth, denn er wusste, dass alle ihn um die Tränke anbetteln würden, die er im Automaten gelassen hatte. Ohne eine Sekunde zu verschnaufen, fingen die Leute an, um Tränke zu betteln, also sagte Earth, dass sie nur eine begrenzte Menge kaufen könnten und setzte einen sehr hohen Preis fest. Überraschenderweise waren alle bereit, den hohen Preis zu zahlen, ohne sich zu beschweren. Die netten Zettel an den Automaten verwandelten sich in Forderungen an Earth, sich zu beeilen, und seine Freunde tauchten auf, um zu helfen. Sway kümmerte sich um die Menge und Millie bot an, sich um das Geld zu kümmern. Earth gingen die Tränke aus, also beschlossen die Leute, am nächsten Tag wiederzukommen, aber dann tauchte ein wirklich nerviger, glänzender Wobuffet auf und verlangte, dass Earth ihm alle Tränke gab. Earth lehnte ab, woraufhin Wobuffet sie bedrohte. Earth setzte sich schließlich zur Wehr und sagte dem Tyrannen, dass die Stadtbewohner die Tränke wirklich brauchen. Er sagte Wobuffet, er solle wie alle anderen warten, aber der Tyrann wollte ihn bezahlen. Earth warnte ihn davor, weil die NSCs im Spiel vielleicht keine Waffen und Rüstungen mehr verkaufen würden und sie dann auf Handwerker angewiesen wären. Der Tyrann würde lernen müssen, mit anderen Spielern auszukommen. Der Typ wollte das aber nicht hören und forderte Earth zu einem Kampf heraus. Sway warnte Earth davor, aber Earth wollte nicht zulassen, dass jemand andere herumkommandiert, also nahm er die Herausforderung an und beschloss, die Überheblichkeit des Tyrannen zu nutzen, um eine Schwachstelle zu finden. Shiny Wobuffet begann mit einem starken Angriff, aber Earth wich ihm leicht aus. Er fand die Schwachstelle des Typen und schoss ihm einen Pfeil durch den Hals. Natürlich war der Rüpel geschockt und Earth wurde zum Sieger erklärt. Earth war sehr bescheiden über seinen Sieg und versprach, am nächsten Tag mehr Tränke zu trinken.
Er meldete sich ab und dachte, dass sein Tag ein Erfolg gewesen sei und dass die Rüpel das Spiel vielleicht aufgeben würden. Nach dem Vorfall mit den fehlenden Tränken vergingen einige Tage und das Spiel hatte eine große Veränderung. Earth sah, dass es jetzt wichtig war zu wissen, wie man Medizin benutzt. Die Leute merkten, dass selbst den NSCs die Sachen ausgehen konnten und deshalb fingen sie an, über das Erlernen von Medizin nachzudenken. Earth stieg wieder ins Spiel ein und bedankte sich bei Sway, dass er ihn in die Gilde eingeladen hatte. Sway stellte die anderen Mitglieder ihres Teams vor, angefangen mit einem großen Kerl namens Reggie. Er benutzte eine einhändige Axt und einen Schild und sagte, er würde die Feinde dazu bringen, ihn zu verfolgen. Dann stellte sich ein Mädchen namens Nora vor. Sie sagte, sie sei gut im Nahkampf mit Kurzschwertern, aber sie warnte alle davor, sie Flach- oder Schneidebrett zu nennen, sonst wäre sie nicht freundlich. Die letzte Person war Kasimine und er war super gut mit einem Schwert. Earth wollte sich vorstellen, aber sie hielten ihn auf, weil alle darüber sprachen, wie stark er war. Earth wollte nicht auffallen, weil er gerade einem Tyrannen eine Lektion erteilt hatte. Earth bemerkte, dass ihr Team mit 4 Nahkämpfern, einem Magier und einem Bogenschützen ihm etwas unausgewogen war. Aber Sway erklärte ihnen, dass Midi verschiedene Arten von Magie einsetzen konnte und Nora Heilmagie beherrschte. Sway sagte, ihre erste Aufgabe sei es, einen wilden Bären zu besiegen. Alle waren aufgeregt und zuversichtlich, dass sie es schaffen würden, aber Earth wusste nicht, woher diese Zuversicht kam. Sway sagte Earth, dass sie sich alle auf ihn verlassen, um das Team zu tragen. Earth sagt, warte, ich habe noch nie einen wilden Bären gesehen, ich habe gehört, sie sind super schnell, schlau und schwer zu besiegen. Aber Sway ignoriert seine Sorgen und verspricht Earth, dass etwas Leckeres kochen wird, wenn sie fertig sind. Aufgeregt machen sich alle auf den Weg, aber Earth ist nicht so begeistert. Dann entdecken sie ein paar wilde Bären, aber sie sind in einer Gruppe, also suchen sie sich einen aus, den sie alle zusammen angreifen können. Die anderen stellen fest, dass Earths Fähigkeiten, auf weitere Entfernung zu sehen, ziemlich praktisch ist und es wertvoll ist, ihn in der Nähe zu haben. Millie stärkt Sway und sie planen, einen der Bären wegzulocken. Earth beschließt, seine Schleichfähigkeit einzusetzen und schießt dem Bären einen Pfeil in den Nacken, aber er denkt nicht daran, was zu tun ist, wenn er wütend wird. Zum Glück springt Reggie, der Tank, ein, um die Agro zu übernehmen. Earth erklärt, dass Monster etwas haben, das man Agro nennt und das zeigt, auf wen sie wütend sind. Reggie hat eine hohe Verteidigung, also wird er den Bären wütend auf sich machen und alle beschützen. Earth versteckt sich in einem Gebüsch, um aus der Ferne anzugreifen, während Millie Reggie heilt und Nora sich anschließt, um auch etwas Schaden anzurichten. Die Gruppe greift an, aber sie finden schnell heraus, dass die Haut des Bären super zäh ist. Millie versucht es mit einem Feuerzauber, um die Aufmerksamkeit des Bären zu erregen und es funktioniert so, dass Reggie wieder zur Zielscheibe wird. Der Kampf wird immer härter und Sway merkt, dass er ihren Gegner vielleicht unterschätzt hat. Earth sieht, dass die Dinge aus dem Ruder laufen und weiß, dass er eine schnelle Entscheidung treffen muss. Er verlässt sich auf seine 38 Jahre Lebenserfahrung und geht eine riskante Wette ein. Er zielt zwischen die Augen des Bären, weil er denkt, dass das die schwache Stelle ist. Es sieht so aus, als hätte es funktioniert, aber das tut es nicht und sie fragen sich alle, ob sie erledigt sind. Der Bär hat viel zu viele HP. Earth greift zu seiner letzten Möglichkeit. Die anderen machen sich Sorgen um seine Sicherheit, aber Earth taucht ab und benutzt einen Zauber, den er auf Windmagie Level 15 gelernt hat. Er wird für 10 Sekunden super schnell und stößt seinen Pfeil tiefer in den Schädel des Tieres. Millie folgt ihm mit einem starken Feuerzauber. Schließlich besiegen sie das Ungeheuer und stellen fest, dass der Kampf viel schwieriger war, als sie dachten. Danach kocht Earth für die Gruppe und alle sind erstaunt, wie lecker sie ist. Sie fragen sich, ob es teuer ist, so gutes Essen zu kochen. Earth erklärt, dass das nicht der Fall ist. Das einzige Problem ist, dass man die Rezepte nicht kaufen kann, weil die Handwerker eine unausgesprochene Regel haben, sie nicht zu tauschen. Ein Grund, warum die Rezepte nicht gehandelt werden können, ist, dass ihre Herstellung viel Zeit und Geld kostet. Der zweite Grund ist, dass selbst wenn zwei Leute das gleiche Rezept haben, die Sachen, die sie herstellen, sehr unterschiedlich ausfallen können. Rezepte sind wie die harte Arbeit und die Kreativität der Menschen, die sie gemacht haben. Man kann das Rezept kopieren, aber nicht die Qualität. Sway findet, dass Earth immer billig für sie kochen sollte und alle stimmen ihm zu, obwohl Earth das eigentlich nicht will, aber sie hören nicht auf ihn. Sie bitten alle, Freunde zu sein und das erste Abenteuer der Earth mit einer Party läuft gut. Doch in der nächsten Szene passiert etwas Schlimmes. Earth wurde zu selbstbewusst, nachdem er ein Monster alleine besiegt hatte und beschloss, in das 5. Gebiet, den Wald, zu gehen. Er griff eine Ameise an, die ihre Freunde rief. Earth kämpfte weiter, aber die Ameise konnte Schaden reflektieren. Er konnte sich nicht mehr bewegen und wusste, dass er in Schwierigkeiten steckte. Earth bekam eine Strafe fürs Sterben und wurde zurück in die Stadt geschickt. Er gibt zu, dass es seine Schuld war, weil er zu selbstsicher war und beschließt, dass er es beim nächsten Mal besser machen muss. Dann erhalten alle Spieler eine Nachricht über ein großes Update namens Feenball.
Es wird neue Fertigkeiten und Gegenstände für Handwerker geben und Feen, die ihnen bei ihren Abenteuern helfen. Earth weiß, dass auch andere Spieler aufsteigen werden, also kann er es sich nicht leisten, noch mehr Strafen durch das Sterben zu bekommen. Später sehen wir, dass Earth hart gearbeitet hat, um seine schwere Strafe loszuwerden und gelernt hat, wie man ein Schmied ist. Er will nicht noch einmal denselben Fehler machen und beschließt, eine Pfeilspitze herzustellen, die die zähe Ameisenhaut durchbohren kann. Zuerst besorgt er sich zwei Arten von Eisen, ein normales Eisen zum Durchbohren und ein super reines Eisen zum Zerschlagen. Er befestigt die eiserne Pfeilspitze an einem hölzernen Pfeil, so dass ein Eisenpfeil mit 7 Angriffspunkten entsteht. Dann fertigt er eine keulenartige Pfeilspitze zum Zerschmettern an. Earth ist sich sicher, dass er mehr Feinde treffen wird, die Schaden reflektieren können, und das Treten lässt ihn keine Waffen benutzen. Also fügt er kurze Stacheln an der Unterseite seiner Stiefel und eine Klinge an der Seite hinzu, um beide Probleme zu lösen. Obwohl es sich um einen Prototyp handelt, ist er nützlich, denn er erhält 12 Angriffspunkte und 2 zusätzliche Verteidigungspunkte. Aber er will sie testen und verbessern. Dann kommen ein paar fiese Typen vorbei und machen sich über seine Stiefel lustig. Sie fragen ihn, ob er Stiefel oder Waffen hat. Earth sagt stolz, dass sie beides sind, und die Jungs fühlen sich schlecht, weil sie nichts tun können, außer gemein zu sein. Später geht Earth in einen Laden und kauft ein paar Bogensehnen. Die Verkäuferin bemerkt seine einzigartigen Stiefel und ist etwas erschrocken, als Earth ihr erzählt, dass er damit Ameisen bekämpfen will. Sie ist beeindruckt, weil sie dachte, er sei nur ein Koch. Was seinen Bogen angeht, erklärt Earth, dass er Bogenschießen auf Stufe 30 erreicht hat und sich nun für eine Spezialisierung entscheiden muss. Er hat 3 Möglichkeiten zur Auswahl: Kurzbogen, Langbogen und Jagdbogen. Kurzbögen sind einfach zu benutzen, haben aber eine geringe Reichweite und sind für ihn nicht geeignet, weil er kein Nahkämpfer ist. Langbögen haben eine große Reichweite und viel Kraft, brauchen aber lange, um zu schießen, was für Solospieler nicht gut ist. Also entscheidet er sich für den Jagdbogen, der die gleiche Reichweite und Kraft hat wie sein alter Bogen, aber eine mächtigere Fertigkeit ist. Earth beginnt mit der Herstellung seines neuen Bogens und wählt ein Design, das ihm gefällt. Der Schmied namens Blacks sieht, woran er arbeitet, und ist überrascht, weil er so einen Bogen noch nie gesehen hat. Earth stellt den ungewöhnlichen Bogen fertig, den er X-Bow nennt, und er hat 32 Angriffspunkte. Dieser neue Bogen braucht mehr Kraft, um ihn zu spannen, als sein alter, aber er fühlt sich toll an und ist viel stärker. Earth wird ganz sentimental gegenüber seinem alten Bogen und dankt ihm dafür, dass er so toll ist, aber dann freut er sich schnell darauf, seinen neuen Bogen auszuprobieren. Am nächsten Tag geht er zurück in den Wald und ist entschlossen, sich zu rächen. Er findet eine einsame Ameise und erschlägt sie mit seinem zerstörerischen Pfeil. Die Ameise versucht, den Schaden zu reflektieren, aber Earth erledigt sie mit seinem spitzen Pfeil. Aber das reicht ihm nicht. Er will noch mehr Ameisen auslöschen, um sich besser zu fühlen, also geht er auf eine Ameisenjagd. Später steht er vor all den zerschlagenen Ameisen und erklärt seinen Sieg, aber es scheint, dass er mit seiner Rache noch nicht fertig ist. Earth schleppt die Ameisenleichen durch die Stadt, weil er aus ihnen eine neue Rüstung herstellen will. Dann hört er, dass der Feenball beginnt, und sieht einen Kristall. Er hofft, dass er einen Vertrag mit einer Windfee abschließen kann, weil er ein Bogenschütze ist. Er beginnt das Ritual und der Kristall zittert stark, aber dann bricht er genau wie sein Herz. Später spricht Earth mit Sway und erzählt ihnen von seinem gescheiterten Feenritual. Alle anderen hatten Erfolg mit ihrem und ermutigten Earth, nicht aufzugeben. Sie sagen, dass es in der zweiten Hälfte des Events eine Chance geben könnte und dass der zerbrochene Gegenstand nicht verschwindet, also hat er noch eine Chance. Sway ist erleichtert, ein Problem gelöst zu haben, fragt sich aber, warum alle Feen Earth so sehr zu mögen scheinen. Später entspannt sich Earth einfach im Schatten, als ein kleines Lichtteilchen auf sie zukommt. Er steht auf und erwähnt, dass die Feen in den letzten Tagen aus irgendeinem Grund freundlich zu ihm waren. Er lässt die Fee auf seinem Finger ruhen und entschuldigt sich dafür, dass er keinen Vertrag schließen konnte, weil sein Kristall kaputt ist. Die kleine Fee fängt an, mit dem Kristall zu spielen, und er sieht sich sein Statistikfenster an. Er stellt fest, dass seine Fertigkeitsstufen gestiegen sind und er 3 Erfahrungspunkte ausgeben kann, um sich auf eine andere Fertigkeit zu spezialisieren. Er nimmt den Tausch schnell an, denn er denkt, dass er auf eine neue Art und Weise kämpfen wird, wenn er neue Fertigkeiten beherrscht. Er beschließt, diese neue Fertigkeit in seinem ersten Dungeon auszuprobieren. Er erkundet die dunkle Höhle und erinnert sich daran, dass er das als kleiner Junge auch getan hat. Dank seiner Fähigkeiten gelingt es ihm, gefährliche Bereiche voller Fallen zu vermeiden. Er denkt weiter über die alten Zeiten nach und freut sich auf die Erkundung in völliger Dunkelheit. Er dachte, dass er das nie wieder erleben könnte, aber dieses Spiel erlaubt es ihm, das gleiche Gefühl zu haben. Dann bemerkt er einige rote Lichter in einem dunklen Bereich. Es stellt sich heraus, dass es eine Spinne ist, die ihn angreift. Schnell schießt er mit seinem Bogen auf sie und setzt eine Windschneiderattacke ein.
Doch zu seiner Überraschung ist das Monster noch am Leben. Die Spinne greift ihn erneut an und zwingt ihn, eine seiner neuen Fähigkeiten einzusetzen, den Hochsprung. Obwohl er mit dem Kopf gegen die Decke stößt, schafft es Earth, hinter der Spinne zu landen. Anschließend zieht er die Spinne mit einer Peitsche in sich hinein und nutzt seine neuen Stiefel, um das Monster zu erledigen. Der Leichnam der Spinne verschwindet, aber ein seltsames lila Licht erscheint. Er erkennt, dass es sich um Feen der Dunkelheit handelt und beschließt, ihnen zu folgen. Sie führen ihn durch einige gefährliche Pfade, aber dank seiner Fähigkeit, den Schwerpunkt stabil zu halten, kann er sich in Sicherheit bringen. Er ist jedoch überrascht, als er das Ende des Weges erreicht. Dort hat sich eine große Anzahl von Feen um einen Felsbrocken versammelt und er beschließt, das zu untersuchen. Er zieht den Felsbrocken zur Seite und findet eine Geheimtür. Er öffnet sie und findet darin eine Schachtel mit einem alten Ring. Er beschließt, ihn als Erinnerung an sein Abenteuer zu behalten und dankt den Feen. Im selben Moment geben die Spielleiter eine neue Nachricht heraus. Sie kündigen die zweite Hälfte des Feenballs an, das Feenkampfturnier. Er kehrt schnell in die Hauptstadt zurück, um die offizielle Ankündigung zu sehen. Die Spielleiter verraten, dass sich ihre Feen weiterentwickeln werden, wenn sie teilnehmen. Alles, was sie tun müssen, ist, eine bestimmte Anzahl von Kämpfen zwischen den Spielern zu gewinnen. Wenn sie das schaffen, werden sich ihre Feen weiterentwickeln und eine neue Form erhalten. Allerdings können sie nicht gegen dieselben Gegner kämpfen. Außerdem werden die besten 16 Spieler zu einem Turnier mit neuen tollen Belohnungen eingeladen. Außerdem können die Spieler mit diesem neuen Spiel-Update Titel erhalten, mit denen sie angeben können. Es wird aber auch einige seltene Titel geben, die auf ihrem Spielstil basieren. Außerdem kündigen sie das Wichtigste für Earth an. Spieler, die keinen Vertrag mit einer Fee abschließen konnten, können ihren Kristall reparieren, wenn sie gegen andere Spieler kämpfen. Sie werden auch ein neues System einführen, bei dem die Feen eine Identität und eine Persönlichkeit haben. Alle sind begeistert, auch Earth. Er hat jedoch das Gefühl, dass die Spieler Handwerker ins Visier nehmen werden, die nicht gut im Kampf sind. Er beschließt, mit seinen Handwerkerfreunden darüber zu sprechen, aber sie versichern ihm, dass alles in Ordnung sein wird. Sie haben sich darauf geeinigt, jeden auf die schwarze Liste zu setzen, der versucht, sie in einen Kampf zu verwickeln, was bedeutet, dass jemand, der sie angreift, für immer nichts mehr kaufen kann. Earth ist froh, dass sie bereits einen Weg gefunden haben, sich zu schützen. Blax fragt ihn dann, ob er schon in die neue Stadt gegangen ist. Er erklärt ihm, dass er das Warp-Portal benutzen kann, um dorthin zu gelangen, warnt ihn aber auch, dass sich dort eine große Anzahl von Hardcore-PvP-Spielern versammelt. Blax verrät auch, dass einige Leute sich Zeit lassen und sich zum Kämpfen treffen. Zuerst denkt Earth, dass das in einem Spiel ganz normal ist und fragt, ob Blax zuerst gegen jemanden kämpfen wird, doch die Blax wollen einfach nur neue Gegenstände herstellen. Earth denkt, dass das auch eine Möglichkeit ist, das Event zu genießen, aber er ist sich nicht sicher, was er tun soll. Ein paar Tage später ist der neue Spielpatch vollständig online und Earth loggt sich ein. Er beschließt, sich zuerst das neue Titelsystem anzusehen, aber alle um ihn herum starren ihn an und erwähnen, dass der Titel von Earth selten ist. Er öffnet das Statistikfenster und stellt fest, dass sein Titel der Feen-Playboy ist. Zu allem Übel kann er den Titel nicht einmal vor anderen Spielern verbergen, es sei denn, er kämpft während des Events einen speziellen PvP-Kampf. Earth kann nicht glauben, dass ihm das passiert ist. Alle, auch er selbst, sind verwirrt. Er denkt, dass dieser Titel erniedrigend ist, aber gleichzeitig beginnen sich einige Feen um ihn zu scharen. Daraufhin beschließt er, einen Kampf zu führen, um den Titel wieder loszuwerden. Er schreit um Hilfe und bittet jemanden, gegen ihn zu kämpfen. Ein Mädchen namens Rona erscheint, um den Tag zu retten, und fordert ihn heraus. Er beginnt vor Glück zu weinen und dankt ihr für ihre Hilfe. Sie erkennt ihn wieder, aber er weiß nicht, wer sie ist. Sie erklärt ihm, dass sie zur Gilde der blauen Farbe Sway gehört. Sie erwähnt, dass sie Kampfsport betreibt und neugierig auf die Tritte der Earth ist. Er will gerade die Einladung zum Duell annehmen, als Ronas Fee auf seine Schulter fliegt. Earth ist verwirrt, vor allem weil die Fee aussieht, als wäre sie verzaubert worden. Auch Rona ist verwirrt und erklärt, dass ihre Fee normalerweise schüchtern ist. Plötzlich drückt die Fee den Knopf zum Ablehnen des Duells. Earth ist verwirrt und denkt, dass Rona nicht gegen ihn kämpfen will, aber sie schämt sich und erklärt, dass sie nicht weiß, was ihre Fee will. Die Fee kehrt an die Schulter der Earth zurück und fängt an, ihn zu knuddeln. Alle Anwesenden sind verwirrt, aber sie verstehen, dass sein Titel nicht lügt. Earth ist ein Feen-Playboy. Und trotz seiner Versuche, sich mit jemandem zu duellieren, endeten sie alle auf die gleiche Weise. Die Feen weigern sich, gegen ihn zu kämpfen. Rona erwähnt, dass sie das noch nie erlebt hat und Earth beginnt, die Spielleiter zu verfluchen. Er kehrt zu seinem üblichen Spieltag zurück, was bedeutet, dass er nichts Sinnvolles tut, bis er von Rona kontaktiert wird. Sie möchte einen Rat, weil ihre Fee sich weigert, das meiste von dem zu essen, was sie ihr gibt. Er vermutet, dass sie von ihm will, dass er etwas zubereitet, das die Fee isst. Sie ist überrascht und fragt, woher er das weiß. Es stellt sich heraus, dass sein Essensstand eine riesige Warteschlange hat, weil alle Bedienungen das gleiche Problem haben.
Sie fragt, wie das passiert ist. Es stellt sich heraus, dass vor ein paar Stunden jemand versucht hat, seine Fee mit Brot zu füttern. Die Fee lehnte ab und der Besitzer bat Earth, aufgrund seiner Fähigkeiten etwas zu kochen. Der Fee hat es geschmeckt und das hat sich herumgesprochen und jetzt bitten alle um riesige Mengen an Essen für ihre Feen. Fairerweise muss man sagen, dass Earth sich zu sehr bemüht hat, nicht aufzufallen, aber das Gegenteil ist jedes Mal der Fall. Schließlich tauchte Rona auf, um im Essensstand zu helfen und sie wurden schnell mit den Kunden fertig. Sie bedanken sich gegenseitig für die Hilfe und Earth erklärt, dass er den Laden schließen wird, weil die Leute jetzt anfangen, Feenfutter zu machen. Rona fragt ihn, was er von nun an tun wird und er stellt fest, dass er so beschäftigt war, dass er die neuen Funktionen des Patches nicht überprüft hat. Daraufhin lädt sie ihn ein, sich die neue Stadt gemeinsam anzusehen und sie warpen dorthin. Earth ist ziemlich beeindruckt von der neuen Stadt namens Nexia und sie beschließen, den PvP-Bereich zu überprüfen. Die beiden Teilnehmer sind ein Typ mit einem blauen Papagei und ein Typ mit einem Wolf. Rona bemerkt schnell, dass etwas an dem Wolf seltsam ist und fragt Earth danach. Er erklärt ihr, dass sie recht hat, aber sie beschließen, den Kampf zu beobachten. Der Papageientyp setzt seine Windmagie ein und die beiden Spieler beginnen mit ihren Schwertern zu kämpfen. Es ist ein intensives Duell, aber sie scheinen gut zu sein, denn sie blockieren die Angriffe des anderen. Der Wolfsmann schafft es, den anderen zurückzudrängen und befiehlt seinem Wolf, einen Feuerangriff zu starten, doch der Wolf macht eine Pikachu-Aktion und ignoriert seinen Besitzer. Der Kerl ist verwirrt und sagt dem Wolf, er solle sich beeilen, aber jeder Befehl wird abgelehnt. Rona und Earth sind verwirrt, was da passiert. Normalerweise gehorchen Feen nicht auf Befehle. Dann setzt der Papagei Blitzmagie auf den Kerl ein und sein Besitzer macht den Gegner mit seinem Schwert fertig. Das Duell endet und Rona fragt, ob Earth weiß, warum die Wolfsfee die Befehle ihres Meisters ignoriert hat. Er erklärt, dass der andere Kerl ein Sklavenfeenbenutzer ist. Rona ist verwirrt von diesem Begriff, aber Earth erklärt, dass das der Begriff ist, den sie für Leute benutzen, die ihre Feen missbrauchen. Im Grunde hat der Kerl beschlossen, den Wolf zu zwingen, das zu tun, was er wollte, indem er ihn schlug. Daraufhin steht der Kerl völlig verärgert auf und bereitet sich darauf vor, den Feenwolf aus Rache zu schlagen, weil er nicht gehorcht. Earth merkt schnell, dass etwas Schlimmes passieren wird. Rona fragt ihn, was los ist und er erklärt, dass er einmal ein Online-Video von einem Sklavenfeenutzer gesehen hat. Er hat die Fee so sehr misshandelt, dass das System beschlossen hat, ihn zu bestrafen. Der Typ musste gegen seine eigene Fee kämpfen und nicht nur das, die Fee des Typen entwickelte sich zu einem S-Rang. Am Ende verlor der Kerl den Kampf und nahm ihm seinen Vertragskristall weg. Zum Glück wusste der Idiot dieses Mal, was passieren würde und beschloss, wegzugehen. Rona wusste nichts von diesem System, aber Earth erklärt, dass einige alte Spiele diese Art von System verwenden. Er erklärt, dass in diesen Spielen die Tiere außer Kontrolle geraten oder sie angreifen können, wenn sie zu viele unvernünftige Befehle gibt. Sie denkt, dass diese Art von System zu alt ist. Earth erwähnt jedoch einfach, dass die aktuellen Spiele die Spieler schonen. Deshalb denkt er, dass die Spielleiter versuchen, dieses Spiel auf der Grundlage eines MMOs der alten Schule zu machen. Dann verabschiedet er sich und erklärt, dass er sich in der realen Welt ausloggen wird. Earth nimmt sein VR-Headset ab und denkt, dass manche Leute wie Rona sich wirklich um ihre Feen kümmern. Es gibt aber auch Leute, die das nicht tun, aber er versteht, dass es den Spielerinnen und Spielern überlassen ist, wie sie spielen wollen. Später lockt er sich wieder in das Spiel ein und konzentriert sich auf das Crafting. Dann wird er von dem anderen Sklavenfeenbenutzer angesprochen. Der Kerl verrät, dass er mit der Earth wegen seines Titels reden will. Earth ist darüber verärgert, hört sich den Typen aber an. Es stellt sich heraus, dass dieser Metalltyp wissen will, wie er sich mit seiner Fee versöhnen kann. Wie zu erwarten, verhält sich der Wolf der Earth gegenüber fürsorglich und sanft. Der Typ erklärt, dass er weiß, was mit ihm passieren wird, wenn er sich weiterhin so verhält, und bittet Earth um Hilfe. Earth fragt, warum der Typ gemein zum Wolf war. Kurz gesagt, der Typ war durch das System verwirrt und suchte im Internet nach Videos. Alle luden Videos hoch, in denen sie ihre Feen schlecht oder wie Zirkustiere behandelten. Also folgte der Typ dem gleichen Verhalten. Mit dem neuen Patch bekamen die Feen jedoch eine Persönlichkeit und alles änderte sich. Der Wolf weigerte sich, auf ihn zu hören und er schlug ihn sogar manchmal, damit er ihm gehorchte. Der Kerl bereut es und bittet wieder um die Hilfe der Earth und verspricht sogar, ihn zu bezahlen. Unser Junge lehnt die Bezahlung ab, sagt dem Mann aber, er solle den Wolf nicht mehr so behandeln wie früher. Dann gibt er dem Mann einen Ratschlag, den du kennst. Fang an, deinen Wolf wie einen Freund zu behandeln. Der Kerl ist verwirrt, aber Earth geht in die Tiefe. Er sagt ihm, dass er kämpfen, eine Mahlzeit teilen und gemeinsame Pausen einlegen soll. Er sagt ihm sogar, dass er sich jedes Mal von seinem Wolf verabschieden soll, wenn er sich ausloggt. So wird sein Wolf ihn langsam als Freund sehen und seine Befehle befolgen. Dann bittet er Earth, etwas Leckeres für seinen Wolf zu kochen, das er schnell zubereitet und seinem Wolf füttert. Obwohl der Wolf misstrauisch ist, nimmt er das Futter an. Dem Mann kommen die Tränen, als er merkt, dass sein Gefährte ihn langsam akzeptiert.
Er dankt der Earth und geht mit seiner Fee weg. Es gibt jedoch jemanden, der die ganze Situation interessant findet. Earth fragt ihn, wer er ist, und der Mann antwortet, er sei Silver, jemand, der mit Earth unter vier Augen sprechen möchte. Earth willigt ein, mit dem alten Mann, bei dem er sich nicht sicher ist, ob es sich um einen Spieler oder einen NSC handelt, in seinem Haus zu sprechen. Earth bemerkt, dass die Ausrüstung des alten Mannes sich bewegt und sein Level höher ist als sein eigenes. Der alte Mann setzt sich und fragt Earth, ob er jemals jemanden namens Glad getroffen hat. Earth denkt kurz nach und sagt, nein. Er erklärt, dass es ein Gerücht gab, dass Glad es auf Spieler abgesehen hat, die den Titel Fairy Playboy tragen. Earth ist ein wenig verwirrt und fragt, wer Glad ist. Der alte Mann erklärt, dass Glad ein ehemaliges Mitglied seiner Gruppe war. Trotz seiner Sprach- und Verhaltensprobleme war Glad ein großartiger Panzer. Earth vermutet, dass Glad aus der Partei ausgeschlossen wurde. Der alte Mann bestätigt das und erklärt, dass Glad arrogant wurde und begann, auf die anderen Mitglieder herabzusehen. Der alte Mann verrät, dass Glad über das letzte Ereignis wütend war, weil er das einzige Mitglied ihrer Gruppe war, das keinen Vertrag mit einer Fee abschließen konnte. Am Ende wurde er so wütend, dass er seine Wut an allen ausließ und aus der Gruppe ausgeschlossen wurde. Dann lässt der alte Mann seine Fee auftauchen, woraufhin Earth erkennt, dass es sich um eine Lichtvalkyrie des Rangs A handelt. Und wegen ihr hat Glad die Versuche des alten Mannes, ihm zu helfen, immer abgelehnt. Mit dem letzten Update konnte Glad jedoch einen neuen Vertragskristall bekommen und einen Vertrag mit einer Dunkelheit-Fuchsfee abschließen. Seitdem geht er umher und fordert Leute zu besonderen PvP-Duellen heraus. Earth fragt, ob Glad die Leute herausfordert, weil er sich immer noch gedemütigt fühlt, weil er beim ersten Event keinen Vertrag mit einer Fee bekommen hat. Der alte Mann erklärt, dass Glad den letzten Tag des Events nutzen wird, um seine Stärke zu zeigen, und bittet Earth, vorsichtig zu sein. Earth verspricht, vorsichtig zu sein, und der alte Mann geht weg. Earth hält es jedoch für gefährlich, einfach an eine einseitige Geschichte zu glauben. Er nimmt sich die Warnung des alten Mannes zu Herzen und beschließt, die Zeit, die er in der Stadt verbringt, zu reduzieren. Er kämpft gegen Monster, um aufzusteigen und Materialien zu bekommen, aber der Hauptgrund dafür ist, dass andere Spieler ihn nicht herausfordern können, wenn er bereits im Kampf ist. Er besiegt weiterhin Bären, um sich mit Fleisch und Fellen einzudecken. Aus den Fellen will er Umhänge herstellen, da die Körperpanzerung, die alle Spieler benutzen, ihren Rücken nicht schützt. Er schießt einem Bären aus der Ferne den Kopf ab, aber damit ist der Kampf noch nicht zu Ende. Der Bär wird wütend und geht auf Earth los. Der Bär wird wütend und stürmt auf Earth zu. Mit seiner Fähigkeit Spiegelpfeiler schafft er zwei Kopien von sich selbst, die jeweils einen Pfeil abschießen. Der Bär wird getroffen und Earth benutzt eine Peitsche, um ihn auf dem Boden zu halten. Dann springt er in die Luft und tritt den Bären. Er besiegt ihn mit Leichtigkeit und seine Kickfähigkeit erreicht Stufe 50. Er beschließt, seinen Kick zu Sliding Charge weiterzuentwickeln, mit dem er nicht nur Gegner im Rutschen angreifen, sondern auch schnell entkommen kann. Er ist ziemlich zufrieden mit seiner Fähigkeit, aber er bemerkt auch, dass die Benutzeroberfläche des Spiels aktualisiert wurde, so dass es einfacher ist zu verstehen, was vor sich geht. Dann beschließt er, zu den Minen zu gehen und Stahl und Leichtmetall zu holen, um daraus Gegenstände herzustellen. Plötzlich stößt er auf ein explosives Erz. Er warnt alle Anwesenden, vorsichtig zu sein, weil es explodieren könnte. Aber es ist alles in Ordnung, denn alle erwähnen, dass Spieler kein explosives Erz benutzen, obwohl es eigentlich eine Granate ist, weil es jederzeit explodieren kann. Aber es gibt immer noch einige Leute, die sie benutzen und Bombenmeister genannt werden. Nachdem er seine Materialien bekommen hat, beschließt Earth, Blacks seinen Schmiedechef zu besuchen, aber ihm fällt etwas auf seiner Karte auf. In letzter Zeit hat seine Fähigkeit Gefahrenwahrnehmung auf etwas aufmerksam gemacht. Als er die Schmiede betritt, fragt Blacks sofort, ob Earth heute wieder einen seltsamen Gegenstand herstellen will. Obwohl er es für einen Scherz hält, hat Blacks ziemlich recht. Earth hat vor, eine neue Pfeilspitze und eine neue Metallpeitsche herzustellen. Die Pfeilspitze wird auf der Grundlage eines gedrehten Dolches hergestellt, mit dem man leichter Fleisch aushöhlen kann. Er beginnt mit seiner Arbeit, indem er den Erzbarren zunächst mit einem Pfeil formt und dann versucht, ihn zu verdrehen. Trotz mehrerer Fehlversuche schafft er es irgendwie, ihn zu formen. Er merkt jedoch, dass er viel schwieriger ist als eine normale Pfeilspitze. Trotz des schwierigen Prozesses hat dieser gedrehte Pfeil plus 15 Angriffspunkte mit mehreren passiven Eigenschaften. Wenn der Pfeil trifft, verursacht er eine Wunde und einen Risseffekt, durch den der Gegner mit der Zeit an Gesundheit verliert. Dann beginnt Earth mit der Arbeit an seiner Peitsche. Normalerweise ist es keine Waffe, die aus Metall hergestellt werden kann, aber er weiß, dass es einen Weg gibt, sie aus Leichtmetall herzustellen. Das ist eine seltsame und besondere Art von Metall, das nicht nur leicht ist, sondern auch eine gute Haltbarkeit hat. Er muss den Leichtmetallbarren nur mehrmals erhitzen und dehnen, bis er die gleiche Größe wie seine aktuelle Breite hat. Außerdem beschließt er, dreieckige, fischähnliche Schuppen in Massenproduktion herzustellen und sie an der Peitsche zu befestigen.
Nachdem er sie fertiggestellt hat, zeigt das System an, dass sie jeden Gegner verwundet, der getroffen wird. Dann geht er zu einem anderen Ort, an dem er sicher an seinem explosiven Erz arbeiten kann. Er weiß, dass die Verwendung des explosiven Erzes im Moment ein großes Risiko für ihn darstellt, also muss er seine medizinischen Fähigkeiten nutzen, um etwas Sichereres herzustellen. Er fängt an, Öl und Kräuter mit dem Erz zu mischen und die Geschwindigkeit, mit der es sich entzündet, anzupassen. Es gelingt ihm, 3 Proben mit verschiedenen Ölen herzustellen, dann beginnt er die Öle zu testen und wirft Flasche A auf den Boden, aber nichts passiert. Dann wirft er Flasche B, die eine riesige Explosion auslöst, die ihn fast umbringt, weil sie ihm 80% seiner Lebenspunkte nimmt. Ihm wird klar, dass Flasche A zu mächtig ist und nur als letzter Ausweg benutzt werden sollte, um den Feind mit sich selbst zu Fall zu bringen. Aus diesem Grund beschließt er, es Höllenminenöl zu nennen. Dann trinkt er einen Topf, um seine Gesundheit wiederherzustellen, und testet Flasche C. Die Explosion ist keine große Sache, aber das ist es, wonach Earth gesucht hat. Er erkennt schnell, dass dies seine beste Probe ist, die er bisher hergestellt hat, und nennt sie Enhanced Oil. Er beschließt, mehr davon herzustellen, um es gegen Bären einzusetzen und sein Level zu erhöhen. Er wirft das Öl auf eine Gruppe von 3 Bären und besiegt jeden Bären mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Earth benutzt seine neue Peitsche, um einen Bären zu fesseln und ihn zu treten. Ein anderer Bär wird durch Windmagie erledigt und der letzte wird von einem Pfeil in den Kopf geschossen. Er schaut sich seine Tropfen an und denkt, dass dieses Öl seine Jagd viel einfacher gemacht hat. Allerdings hat es auch einen Nachteil. Er wird seine Fähigkeiten nicht verbessern können, wenn er sich zu sehr darauf verlässt. Das System meldet ihm, dass seine Jagdbogenfähigkeit Stufe 50 erreicht hat und er den Gatling-Pfeil erlernt hat. Und nicht nur das. Auch seine Windmagie hat diese Stufe erreicht, so dass er jetzt fliegen kann. Das System weist ihn darauf hin, dass er sowohl im Jagdbogen als auch in der Windmagie die Stufe 50 erreicht hat und nun eine einzigartige Fähigkeit erlernen kann. Sie heißt Äolischer Staubjagdbogen und er ermöglicht es ihm, Windmagie zu benutzen, wenn er einen Pfeil abschießt. Allerdings kann er keine hochrangigen Jagdbogen- und Windmagiefertigkeiten erlernen. Obwohl er an weiteren magischen Fähigkeiten interessiert ist, beschließt Earth zu kombinieren. Denn Bogen und Wind sind eine gute Kombination. Dann beschließt er, alle seine neuen Fähigkeiten zu testen. Gatling Arrow erlaubt es ihm, Pfeile in die Luft zu werfen und sie in schneller Folge abzuschießen. Seine Fähigkeit Fly erlaubt es ihm, höher zu springen und eine bestimmte Zeit lang zu gleiten. Dann beschließt er, in die Stadt zurückzukehren und bittet einen Handwerker, ihm aus dem Bärenfell einen Lederumhang zu machen. Plötzlich gibt es eine Spielankündigung. Die Entwickler erklären, dass das Feen-PvP-Event jetzt beendet ist und sie werden die 16 Personen bekannt geben, die am Finalturnier teilnehmen werden. Dann erscheint Sway und sagt Earth, dass sie wahrscheinlich nicht am Turnier teilnehmen konnten, weil sie nicht auf das Event geachtet haben. Dann werden die 16 ausgewählten Spieler bekannt gegeben und Earth bemerkt, dass der alte Mann und Glad es geschafft haben, sich zu qualifizieren. Sie sind die Spieler mit der höchsten Gewinnquote. Trotz des Gesprächs, das er mit dem alten Mann geführt hat, glaubt Earth, dass ihr Kampf interessant sein wird und er will sich ihn ansehen. Das Turnier beginnt in Kürze und alle gehen in die Arena, um es zu beobachten. Earth beschließt, seine Fähigkeit des Weitblicks zu nutzen und sieht, dass es ein paar Spieler gibt, die den gleichen Titel wie er haben. Die ersten Kämpfe beginnen und Earth merkt, wie sehr die Spiele ihre Feen weiterentwickeln. Wenn er es schaffen würde, am Turnier teilzunehmen, hätte er wahrscheinlich eine 10%ige Chance, seine Kämpfe zu gewinnen. Doch dann bemerkt er etwas Seltsames. Die Fee, die gewinnt, absorbiert Lebenspartikel von der Fee, die besiegt wird. Er versteht nicht, was los ist, aber er schaut sich jedes Spiel bis zum Finale an. Es ist der alte Mann gegen Glad. Glad ist ziemlich übermütig und bittet den alten Mann aufzugeben, aber der alte Mann sagt nur, dass er ihn korrigieren muss. Glad ist verwirrt und fragt wie, aber der alte Mann antwortet einfach, dass er ihn klatschen wird. Der Kampf beginnt und die beiden stürzen sich aufeinander. Glad blockt den Angriff ab und verrät, dass er weiß, dass der alte Mann ihn mit seiner Axt ablenken und dann aus dem Gleichgewicht bringen wird. Der alte Mann weicht zurück und Glad geht in die Offensive. Der Kampf gerät außer Kontrolle, da jeder der beiden seine Feen und Fähigkeiten einsetzt, um den anderen anzugreifen. Die Fee des alten Mannes schafft es, Glad zu treffen und ihn für eine Sekunde zu lähmen. Der alte Mann versucht ihn zu erledigen, aber Glad nutzt Windmagie, um zurückzuschlagen. Glad nutzt diese Chance, um den alten Mann anzugreifen und sein Fuchs setzt seine Flamme ein, um ihm den letzten Schlag zu versetzen. Glad wird als Sieger des Turniers verkündet und dann passiert etwas Seltsames. Elvis bekommt einen Döner im Keller. Quatsch, nein, leider nicht, aber sein Wolf verwandelt sich in einen kleinen Lichtkreis und dann in ein Fuchsmädchen. Glad ist froh, dass das passiert ist und sagt ihr, sie solle sich nützlich machen, aber das Fuchsmädchen weigert sich, ihm zu folgen. Glad ist verwirrt, aber das Fuchsmädchen erklärt, dass dieses Ereignis geschaffen wurde, um den nächsten Herrscher der Feen zu wählen. Sie behauptet, dass es eine Prophezeiung gibt, die besagt, dass ihr Herrscher nicht nur stark ist,
sondern auch die Kriegskunst beherrscht. Glett versteht es immer noch nicht, aber sie erklärt ihm, dass Feen keine kriegerischen Geschöpfe sind und deshalb beschlossen haben, von den Menschen zu lernen, wie man kämpft. Der Gewinner dieser Kämpfe absorbiert die Erfahrungen des Verlierers, bis der Champion der neue Herrscher wird. Glett ist verärgert, weil die Feen die Spieler ausnutzen und sie im Stich lassen, aber das Fuchsmädchen erklärt ihm, dass die meisten Feen an der Seite ihrer Spieler bleiben. Sie verlässt ihn einfach, weil ihr Vertrag abgelaufen ist. Kurz gesagt, sie hat ihm nur geholfen, sich an dem alten Mann zu rächen. Sie erklärt, dass sie sich nie umeinander gekümmert haben und deshalb auch nie Partner geworden sind, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Er schreit sie an, aber sie erklärt ihm, dass er nur ein Spiel spielt, aber das hier ist ihre wirkliche Welt. Da merkt Earth, dass das Fuchsmädchen nicht wie eine KI, sondern wie ein echter Mensch spricht. Aber er beschließt es erst einmal zu ignorieren. Das Fuchsmädchen sagt Glett, dass sie ihn einen Vertrag mit einer Fee abschließen lässt, die genauso stark ist wie sie, aber er weigert sich, das zu akzeptieren und will sie zur Strecke bringen. Da die beiden nicht nachgeben können, beginnen sie einen Zweikampf, doch das Fuchsmädchen schleudert schnell 5 verschiedene Zaubersprüche auf einmal. Glett kann ausweichen und greift sie an, aber sie weicht einfach aus und lähmt ihn vor Schreck. Dann setzt sie weitere Fähigkeiten ein, um ihn zu besiegen. Als alles vorbei ist, ruft die Fee den alten Mann zurück, da Glett eine Lektion erteilt wurde. Dann ruft sie alle Feen-Playboy-Spieler herbei und dankt ihnen dafür, dass sie nicht am Feen-PvP-Event teilgenommen haben. Als Ergebnis werden sie mit einer Fee belohnt. Earth ist jedoch etwas Besonderes, weil er gegen sie kämpfen muss. Earth ist verwirrt, aber sie wiederholt, dass sie gegen ihn kämpfen will. Die Fee sagt, dass sie nicht weiter Preise verschenken kann, weil er nicht am Turnier teilgenommen hat. Earth stimmt ihr zu, weil sie denkt, dass das für die Finalisten unfair wäre. Deshalb will sie fair sein, indem sie gegen Earth kämpft und die anderen Feen-Playboys ignoriert. Sie erwähnt, dass Earth als Belohnung einen Teil ihrer Kräfte erhalten wird und er den Kampf nicht einmal gewinnen muss. Wenn er jedoch gewinnt, wird seine Belohnung umso besser ausfallen. Earth nimmt an, doch plötzlich verschwindet sein Fairy-Playboy-Titel. Dann sehen wir das zwielichtige Entwicklerteam, das erwähnt, dass die Veranstaltung ihren Höhepunkt erreicht hat. Earth nimmt sich ein paar Minuten Zeit, um über seine Strategie nachzudenken. Er erkennt, dass er so gut wie keine Chance hat zu gewinnen. Sie muss ihn nur mit einer hohen Explosion treffen und er wird seinen Respawn-Punkt erreichen. Allerdings hat er einen Vorteil. Er hat sie schon einmal kämpfen sehen. Er ist sich auch sicher, dass sie keine Erfahrung im Kampf gegen jemanden hat, der einen Bogen als Hauptwaffe benutzt. Er weiß, dass er schnell sein muss, denn seine Ausdauer ist gering und wenn der Kampf länger dauert, wird er verlieren. Die einzige Möglichkeit, sie zu schlagen, ist ein schmutziger Kampf. Er bereitet seine Öle vor und die beiden machen sich bereit, das Duell zu beginnen. Der Countdown erreicht 0 und Earth dreht sich schnell um und gleitet davon. Die Fee ist verwirrt, begreift aber schnell, dass er Abstand gewonnen hat, weil er ein Bogenschütze ist. Earth beschließt, seinen ersten Pfeil mit 70% Kraft abzuschießen, aber sie setzt Windmagie ein, um ihn zu blockieren. Obwohl er zunächst verwirrt ist, merkt er schnell, dass der Pfeil mit der Magie fertig wird, wenn er seine volle Kraft einsetzt. Die Fee fängt an, mehrere Feuerlanzen zu beschwören, aber er schafft es, ihnen auszuweichen. Dann schießt er einen weiteren Pfeil ab und sie versucht, ihn mit Feuermagie aufzuhalten, aber die Magie schafft es nicht, den Pfeil zu blockieren. Und sie wird an der Schulter getroffen. Die Fee beschließt, dass sie ihn aufhalten muss, indem sie den Abstand zwischen ihnen verringert, doch Earth war bereits darauf vorbereitet und zog seinen Flachmann heraus. Sie denkt zunächst, es sei ein Zaubertrank und versucht ihn davon abzuhalten, ihn zu trinken, aber er wirft ihn nach ihr und er verursacht eine Rauchwolke. Die Fee, die von dem Rauch umgeben ist, erkennt, dass der Flachmann Gift enthält. Daraufhin wirft Earth einige Fläschchen mit Enhanced Oil nach ihr, wodurch mehrere Explosionen entstehen. Sie merkt schnell, dass sie einen Fehler gemacht hat, indem sie die Gegenstände nicht eingeschränkt hat. Earth entgegnet einfach, dass er ein Mensch ist und sich Strategien überlegen muss, um gegen einen stärkeren Gegner zu gewinnen. Die Fee beschwört daraufhin Erdwände herauf, um sein Sichtfeld zu blockieren und ihn am Angreifen zu hindern, doch Earth aktiviert schnell ihre Tarnfähigkeit. Die Fee versucht, ihn zu entdecken, aber es gelingt ihr nicht. Der Wandzauber beginnt zu verschwinden und sie versucht, ihn zu orten, doch Earth taucht von hinten auf und hält sie mit seiner Peitsche zurück. Er setzt seine Fähigkeit gleitende Ladung ein und kombiniert sie mit seinen neuen Bogenfähigkeiten. Er wirft Pfeile in die Luft und schießt sie wie ein Maschinengewehr ab, gefolgt von seiner Fertigkeit Doppelklon. Nachdem er mehrere Pfeile ins Gesicht bekommen hat, schießt er mit Fliegen und großem Sprung einen durchdringenden Pfeil in ihr Herz. Dann schießt er denselben Pfeil tiefer in ihren Körper und die Fee entmaterialisiert sich. Obwohl die Zuschauer von dem, was sie gerade gesehen haben, begeistert sind, erkennt Earth, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Er hat seine Kombinationsfähigkeiten einem großen Publikum gezeigt, das ihn in Zukunft ärgern wird. Nicht nur das, sie werden ihn auch auffordern, Enhanced Oil zu machen und ihn zum Kämpfen herausfordern.
Er beschließt zu fliehen, solange er noch kann, doch die Fee taucht wieder auf. Sie akzeptiert die Niederlage und sagt ihm, dass es Zeit für seine Belohnung ist. Sie sagt ihm, dass er seinen zerbrochenen Feenvertragskristall und den Ring des Feenkönigs herausnehmen soll. Er ist verwirrt und fragt sie, ob sie von dem Ring spricht, den er im Kerker gefunden hat. Als sie seinen Feenvertragskristall untersucht, sagt sie, dass er ziemlich unberechenbar ist, weil er bereits 5 Lichter in sich trägt. Dann ruft sie die Kinder des Lichts herbei und 2 weitere Lichter erscheinen in ihm. Dann baut sie den Kristall und den Ring wieder zusammen. Sie versucht ihm den Ring an den Finger zu stecken, was er ablehnt, weil es so aussieht, als wolle sie ihm seine Hand anhalten. Mit einem Zauberspruch verstärkt sie jedoch ihre Kraft und schafft es schließlich, ihm den Ring an den Finger zu stecken. Das System weist darauf hin, dass dieser Ring ein einzigartiger Gegenstand im Spiel ist, da er alle 6 Elemente der Feenkraft enthält. Wenn du ihn anlegst, kannst du in das Land der Fee reisen. Allerdings gibt es ein Problem. Er kann ihn trotz seiner verrückten Werte nicht abnehmen. Sein Angriff, seine Verteidigung und seine Mana-Regeneration werden um 10% erhöht, während sein Mana-Verbrauch beim Angriff um 5% reduziert wird. Es gibt auch die Möglichkeit, für 3 Sekunden eine Illusion der Feenkönigin zu beschwören, aber das Interessanteste ist ein neuer Titel. Derjenige, der sogar die Feenkönigin verzaubert hat. Er weiß, dass das in Zukunft Ärger bedeuten wird, dann verschwindet die Feenkönigin und die Veranstaltung ist endlich beendet. Ein paar Tage später findet Earth heraus, dass Spieler, die den Kampf beobachtet haben, anfangen, beide Fähigkeiten zu lernen. Früher war er der einzige Spieler im Spiel, der ein Bogenschütze war, aber jetzt ist er viel beliebter. Earth konzentriert sich weiterhin auf die Herstellung seiner Öle, aber er ist ein bisschen traurig. Er hat sich für seinen Bogen und seine Windfähigkeiten entschieden, weil sie von allen als Müll angesehen wurden, aber jetzt wissen die Leute, dass sie extrem stark sind. Plötzlich taucht die Elfenkönigin auf und verwirrt ihn. Er fragt sie, woher sie weiß, wo er ist, aber sie antwortet, dass der Ring auch ein Teleportationspunkt ist. Sie neckt ihn und sagt, sie sei gekommen, um den einsamen Mann, der keine Fee hat, Liebe zu bringen. Aber er schlägt ihr auf den Kopf. Er weiß, dass sie nur da ist, um die Arbeit zu schwänzen und befiehlt ihr zurückzukehren. Dann beschließt er, in die Stadt zurückzukehren, aber er fühlt sich unwohl, weil ihn alle anstarren. Sie kommentieren, dass er der Ehemann der Elfenkönigin ist. Plötzlich hört er, wie ein Typ jemanden anschreit, er solle aufhören zu laufen. Earth beschließt, weiterzugehen, bevor er in ein zufälliges Durcheinander gerät, aber als er jagen und etwas Neues ausprobieren will, erinnert er sich daran, dass die Feenkönigin erwähnt hat, dass derjenige, der den Ring ausrüstet, den Prisma-Nova-Zauber erlernen kann. Er beschließt, einen Bären mit seinen Pfeilen zu zermürben und dann seine Peitsche zu benutzen, um ihn zu bändigen. Schnell beginnt er mit dem Zauber und nach einer langen Beschwörung erscheint eine riesige, glänzende Kugel auf dem Bären und versteinert ihn. Zunächst ist er verwirrt, aber nach einigen Versuchen erkennt er, dass Prism Nova seinen Gegnern einen zufälligen abnormalen Statuseffekt verleiht. Dann gelingt es ihm, einen abgelegenen Ort zu finden und seine provisorische Küche einzurichten. Er versucht, seine Kocheffizienz zu steigern, indem er mehrere Gerichte gleichzeitig zubereitet. Er spricht mit der Feenkönigin über den Zauber, die ihm erklärt, dass Lähmung und Versteinerung nur eine geringe Chance haben, ausgelöst zu werden und dass der Zauber selbst eine lange Abklingzeit hat. Sie versucht, sein Essen zu essen, aber er schlägt ihr auf den Kopf und erklärt, dass er die Gerichte verkaufen und nicht essen will. Sie versucht, ihn zur Vernunft zu bringen und erklärt ihm, dass ihr Land nur Süßigkeiten herstellt und sie es satt hat. Er weiß, dass sie ihr Bestes für die Bürgerinnen und Bürger ihres Landes gibt, aber das bedeutet nicht, dass sie ihn ärgern kann, wenn ihr danach isst. Plötzlich werden sie von einem hässlichen Kerl unterbrochen. Der Kerl beschwert sich, dass Earth ihn in der Stadt ignoriert, woraufhin Earth merkt, dass er der nervige Kerl ist. Der hässliche Typ stellt sich als Nether von Bow of Apollo's Guild vor. Der Kerl wird allmächtig und erklärt, dass es ihr Ziel ist, die Bogenschützen von der Unterdrückung zu befreien, obwohl Earth derjenige ist, der es eigentlich tut. Natürlich weiß Earth, dass der Typ dümmer ist als ein Stein. Der Kerl setzt sein dummes Gesicht auf und erwähnt, dass er hierher gekommen ist, um Earth in seine Gilde mit dem niedrigsten Sitz einzuladen. Aber Earth antwortet nur, kein Interesse, ich bin raus, schau dir dieses dumme Gesicht an. Earth öffnet schnell seinen Essensstand in der Stadt und fordert die Elfenkönigin auf zu gehen, aber sie weigert sich. Schließlich gibt er auf und gibt ihr etwas zu essen, das er zubereitet hat. Er erwähnt, dass sie ein großer Esser ist, aber sie nennt ihn einfach nur dumm, weil sie nicht versteht, warum sie mit ihm abhängt. Dann verschwindet sie plötzlich und verspricht, bald wiederzukommen. Earth beschließt daraufhin, zu Blacks Werkstatt zu gehen und an seiner Ausrüstung zu arbeiten. Er fühlt sich belästigt, weil alle ihn anstarren und ihn eng umringen. Blacks erklärt, dass sie das nur tun, weil er berühmt ist, aber Earth bittet sie, sich von ihm zu distanzieren. Earth fängt dann an seiner Ausrüstung zu arbeiten. Zuerst den X-Type-Bogen. Die Haltbarkeit des Bogens hat nachgelassen und er muss nun einen neuen anfertigen. Er beschließt, sowohl den Hauptkörper als auch die Seiten zu ersetzen. Für
Für den Korpus verwendet er hervorragendes Holz, das er in der zweiten Stadt bekommen hat, und für die Strebe verwendet er Leichtmetall. Im Grunde hat er die Qualität des Bogens verbessert, was ihn viel stärker macht. Seine ursprüngliche Version hatte plus 32 Angriffspunkte, aber diese hier hat plus 46. Dann beginnt er mit der Arbeit an seinen Klingenschuhen. Er beschließt, das Hauptmaterial durch Leichtmetall zu ersetzen. Das ist viel leichter und ermöglicht es ihm, sie richtig zu panzern, was sie robuster und stabiler macht. Er fügt neue verdrehte Pfeilspitzen an den Sohlen hinzu, um ihre Kraft zu erhöhen. Diesmal verzichtet er auf eine seitliche Klinge und fügt stattdessen drei Klingen, die Reißzähne imitieren, an der Zehenspitze und drei verdrehte Pfeilspitzen an der Oberseite des Schuhs ein. Auf diese Weise kann er Monster abstechen, wenn er sie tritt. Außerdem sind die Reißzähne abnehmbar, sodass sie leicht ausgetauscht werden können. Dadurch gibt ihm seine Reißzahnbeinklinge zusätzliche 10 Verteidigungs- und 29 Angriffspunkte. Jetzt muss er nur noch eines tun. Er kehrt zu der Handwerkerin zurück, bei der er seinen Mantel hat anfertigen lassen, und stellt fest, dass sie einen fast perfekten Wert für den Gegenstand hat. Allerdings verlangt sie nicht mehr dafür. Earth ist verwirrt, weil er ziemlich billig ist, aber sie erwähnt, dass sie immer den Preis verlangt, den sie verlangt hat, unabhängig von der Qualität. Er will es auf der Jagd testen, als er plötzlich eine Nachricht von Ayame, der Gildenmeisterin des Apollo-Bogens, erhält. Er willigt ein, sich mit ihr zu treffen, und bemerkt mehrere Bogenschützen in der Nähe. Ayame stellt sich schnell vor und Earth fragt, warum sie ihn treffen will. Sie entschuldigt sich schnell für Nethers Verhalten und erklärt, dass Earth nach seinem Duell gegen die Feenkönigin berühmt wurde und Nether Earth als eine Gelegenheit sah, ihre Gilde zu stärken, weil sie nur Bogenschützen akzeptieren. Earth antwortet, dass das in Ordnung ist, weil es ihm nichts ausmacht, aber Ayame erklärt, dass Nether eine ganz neue Stufe der Dummheit erreicht hat. Es stellt sich heraus, dass er versucht, mehr Gildenmitglieder zu rekrutieren, indem er erwähnt, dass Earth auch ihr Mitglied ist. Nicht nur Ayame, sondern jedes Gildenmitglied entschuldigt sich bei Earth, die ihm schnell sagt, er solle den Kopf heben. Ayame erwähnt dann, dass sie Nether für seine Taten bestrafen, indem sie ihn vom Leutnant zum einfachen Gildenmitglied degradieren. Sie werden ihn nicht aus der Gilde verbannen, aber er verliert alle Privilegien, die er hatte. Earth findet, dass das eine gute Art ist, Nether zu bestrafen, und stimmt zu. Ayame wird dann ein bisschen persönlich und erwähnt, dass sie seinen Kampf gesehen hat und dass er die Hoffnung aller Bogenschützen ist. Earth sieht es nicht so. Er wollte nur eine schlechte Klasse spielen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. In der Zwischenzeit sprechen alle im Death's Room über Earth, der die Feenkönigin besiegt und ihre Freundschaft gewonnen hat. Nicht nur das, er hat auch einen großen Einfluss auf die anderen Spieler. Deshalb beschließen sie, Earths Account zu verfolgen. Und das ist das Ende des Videos. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, und schreibt uns in die Kommentare, welchen Anime ihr als nächstes sehen wollt. Ich danke euch auch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Passt auf euch auf und macht's gut. Ciao.